herzlich willkommen zu diesem Video von mir. Mein Name ist Christine Graf und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Vielleicht bist du gerade selber schwanger und denkst schon drüber nach, eine Babyshower-Party zu machen. Das ist ja so das, was man eher kennt und was sich schon so ein bisschen etabliert hat. Aber es gibt auch noch etwas anderes, was ich eigentlich, muss ich sagen, ein bisschen schöner finde, nämlich Blessing Ways für die werdende Mama. Das heißt also, dass du einmal mit deinen Freundinnen zusammensitzt und ihr gemeinsam nochmal darüber nachdenkt, was jetzt für ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Und ja, da kann man ganz viele schöne Rituale machen im Blessing Way. Ich habe das selber nicht erfahren, weil es damals noch gar nicht so bekannt war, als ich meine Kinder bekommen habe. Umso glücklicher bin ich, dass ich heute Maika Kaltwasser-Wundersee, was für ein Nachname, interviewen darf, die über Blessing Ways spricht aus Hebammensicht und die auch selber Blessing Ways anbietet. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesem Interview. Liebe Maika, ich freue mich so sehr, dass du heute zu Gast bist bei mir in meinem Podcast Die friedliche Geburt, weil wir uns ja schon eine ganze Weile kennen. Du bist Hebamme, du hast ein kleines Kind und du bist auch Übungsgruppenleiterin von der friedlichen Geburt. Und ja, so bist du natürlich in meinem Herzen auf jeden Fall. Schön, und wir du auch bei heute, mir. Und wir wollen heute sprechen über Blessing Ways für Mamas. Genau. Magst du dich nochmal vorstellen und warum das dir so ein Herzensthema ist? Genau, also du hast ja schon gesagt, erstmal danke, dass ich bei dir sein darf, dass ich über das Herzensthema reden darf. Und genau, ich bin freiberufliche Hebamme, bin gleichzeitig auch noch Babylotsin in einer Klinik in Berlin und durfte bei dir die Ausbildung machen zur Übungsgruppenleiterin. Und genau, bin selber Mama von einem Sternkind und einem Regenbogenkind. Genau, und ich durfte auch mich mit deiner Methode vorbereiten. Oder habe das gewählt und bin da ganz glücklich drüber. Genau, denn ich durfte eine wunderschöne Hausgeburt erleben. Und ja, bin da ganz, ganz glücklich, ganz happy mit und kann das erstmal jeder Frau nur ans Herz legen. Und genau. Und ja, das Thema Blessing Way liegt mir total am Herzen, da das tatsächlich ein Thema ist, gerade in der Schwangerschaft, finde ich, dass wir Frauen ein bisschen wieder mehr gerne dahin kommen dürfen, dass wir uns auch uns selber feiern, wieder mehr in die Weiblichkeit kommen, uns ganz doll mit unserem Kind verbinden und vor allem halt auch, ja, glücklich und entspannt in die Geburt starten. Also eigentlich passt, finde ich, das Blessing Way-Thema auch perfekt zu deinem Kurs tatsächlich, weil das sind ja auch alles, ja, jedenfalls für mich, was ich mit deinem Kurs auch und mit deiner Methode verbinde. Genau. Ja, total schön, Maika. Magst du einmal erklären, was Blessing Way eigentlich ist? Also was kann man sich darunter vorstellen? Genau, also erstmal ist vielleicht zu sagen, wo überhaupt der Ursprung ist, wo kommt das Ganze her? Das ist tatsächlich von den Navajo, einem Ursprungsvolk der aus Amerika, den Ureinwohnern Amerikas. Und natürlich ist das heutzutage, ne, es wurde immer weitergetragen und ist natürlich nicht mehr so, wie es im Ursprung bei den Navajos sozusagen stattfindet, sondern es wird ganz abgewandelt. Ich finde das eigentlich auch ganz schön, deswegen spreche ich auch gerne von Mother Blessings und gar nicht so von Blessing Way, aber unter Blessing Way ist es einfach bekannter, glaube ich. Genau. Und das Ziel oder das, was dahinter steckt, ist tatsächlich, dass man, ja, eigentlich wie der Name schon sagt, dass man den Weg segnen möchte. Das heißt, die Schwangere in ihrem Übergang zur Gebärenden, zum Mutterwerden begleiten und darin bestärken, sodass sie ganz kraftvoll in die Geburt startet, sich ganz toll mit ihrem Kind verbindet und vor allem halt auch, ja, so ein bisschen die Kraft einfach in uns Frauen auch spürt, ne? Und auch ja, sich sozusagen verbunden fühlt und nicht das Gefühl hat, dass sie da alleine in die Geburt reingeht. Genau. Ja. Und wie kann man sich das ganz praktisch vorstellen? Genau. Ja, also viele kennen wahrscheinlich eher so ein bisschen diese Babypartys. Da geht es ja eher so darum, dass man ja das Baby feiert, dass man irgendwelche lustigen Spielchen macht und ja, vielleicht Geschenke auch dem Baby macht, also irgendwelche Klamotten, Babyspielzeug und so weiter. Das haben wir gerade schon gesagt, dass das nicht so der Mittelpunkt dieser Zeremonie sozusagen ist, sondern da steht
natürlich auch das Kind mit im Mittelpunkt, aber eher die Weiblichkeit, ne? Die Frau, die Schwangere, die wir begleiten wollen. Und dementsprechend ist es auch total wichtig, dass wir sehr individuell dieses Ritual gestalten können und gleichzeitig aber auch schauen, dass es halt ganz an den Bedürfnissen und ja auch den Wünschen, vielleicht auch manchmal sind ja auch Sorgen bei den Schwangeren, dass es da sozusagen abgestimmt ist, ne? Und dass wir schauen, was wünscht sich die Schwangere. Und so kann man das tatsächlich auch ein bisschen starten. Das heißt, oftmals ist es so, dass die Schwangere sich entweder einen Blessing Way wünscht oder ein Mother's Blessing oder dass sie halt auch überrascht wird, vielleicht von Freundinnen. Genau. Und oftmals ist es so, dass der Start einfach ist, dass sich die Schwangere Gedanken macht, wen möchte sie denn gerne dabei haben. Ja? Und ganz klassisch ist es so, dass es tatsächlich so ein Frauenzirkel ist. Dass geballte Frauenpower sozusagen da ist. Es ist aber natürlich auch total möglich, das abzuwandeln und zum Beispiel den werdenden Papa dabei zu haben, ne? Oder ja, wer alles dabei sein möchte. Schön wäre, wenn die Gästeliste sozusagen so angepasst wäre, dass die Frau wirklich nur ihre Herzensmenschen dabei hat. Ne? Ja. Weil das wirklich ja ein total, dieser Kreis soll ganz viel Ruhe, Entspannung, ganz viel Kraft ausstrahlen und die Frau soll sich richtig geborgen fühlen. Das heißt, es wäre sehr sinnvoll, wenn die Frau wirklich ganz gezielt auswählt und so halt auch ihre Gäste oder Gästinnen einlädt. Genau. Ja. Und wie viele das aber sind, das ist natürlich auch der Frau so ein bisschen überlassen. Ne? Also ich habe so aus meiner Erfahrung, finde ich, immer so alles, was so bis 10 Frauen oder Menschen sozusagen, die da teilnehmen wollen, dass das am entspanntesten ist und dass man einen tollen Raum einfach kreieren kann. Grundsätzlich gilt aber, ne, jede Schwangere ist anders, jede Frau ist anders, jede Geburt ist anders. Das heißt, wir können das ganz individuell gestalten. Und wenn die Frau sich wünscht, dass das eine ganz, ganz große Party sozusagen eher wird mit ganz vielen, ja, dann ist das natürlich auch total okay und dann wird das auch gut funktionieren. So. Und hat man dann auch immer eine Hebamme mit dabei oder ist das oder machen das Frauen untereinander? Also meine Hebammen sind ja auch Frauen, aber. Genau. Genau. Ja, tatsächlich ist es total unterschiedlich. Also manche Frauen wünschen sich das einfach von ihren Freundinnen, ne? Und die lesen sich dann so ein bisschen ins Thema ein und schauen, was gibt es denn so für Rituale, die einfach gut passen, ne? Oder halt auch lassen selber Rituale entstehen. Einfach das, was zur Schwangeren passt. Und oftmals ist es aber auch so, dass dann vielleicht die Hebamme das so ein bisschen leitet oder halt zum Beispiel auch eine Doula das anbietet, ne? Also dass sozusagen ein Fachpersonal mit dabei ist und die durch dieses Ritual sozusagen führt. Und das hat beides ein Für und Wider sozusagen. Ne? Einerseits ist es natürlich schön, wenn die Freundinnen das gestalten, weil das dann wirklich so der Inner Circle sozusagen ist. Und gleichzeitig hat es aber natürlich auch was Schönes, wenn eine Hebamme oder eine Doula das leitet, weil alle Frauen sich dann auch fallen lassen können, ne? Und denn nicht nur für die Schwangere ist das ein ganz tolles Ereignis tatsächlich, sondern eigentlich auch wirklich für alle Frauen, die damit dabei sein dürfen oder alle Menschen, Herzensmenschen, die damit dabei sein dürfen. Also gerade wenn man sich da wirklich fallen lässt, sein Herz öffnet, seinen Geist öffnet, ist das wirklich eine ganz berührende Sache. Genau. Ist das immer was Spirituelles oder kann es was Spirituelles sein oder kann es auch was ganz Weltliches sein? Was ist da deine Erfahrung? Genau. Also tatsächlich, ich habe vor allem die Blessing Ways bis jetzt in meinem Freundeskreis erlebt und erleben dürfen. Und ich glaube, das hat einfach so ein bisschen die Freundesgruppe an sich und die Hebammengruppe, dass das bei uns schon oft ein bisschen spirituell angehaucht ist. Aber grundsätzlich gilt, dass man es wirklich so gestalten kann, wie man das gerne möchte. Ja, und wenn man zum Beispiel in der Vorstellungsrunde nicht seine Ahnen irgendwie einladen möchte, ja, weil man sagt, das ist mir irgendwie zu spirituell, ne, dann gibt es 100.000 andere Wege, wie wir das gestalten könnten. Ja, dann könnte man zum Beispiel sagen, man stellt sich einfach gegenseitig vor, erzählt, woher kennt man denn die Schwangere? Was verbindet einen mit der Schwangeren? Oder erzählt vielleicht auch von einem tollen Geburtsbericht, von der eigenen Geburtserfahrung. Ja, also man kann es wirklich so gestalten, wie man möchte. Ja, genau. Das heißt aber, eigentlich wäre das so was Klassisches, dass man die Ahnen sozusagen in der Vorstellung mit reinnimmt. Also dass man sozusagen, also wenn ich es mir jetzt vorstelle, ich habe das nie erlebt, also weder, dass ich dabei war, noch dass es für mich jetzt ein solches Ereignis gab. Aber ich könnte mir dann vorstellen, dass man zum Beispiel die Ahnen mit reinholt, die einen auch unterstützen könnten bei der Geburt. Ne? Ist das so gedacht? Genau.
Genau, genau so ist es gedacht und vor allem halt an wirklich die Weiblichkeit und die Fruchtbarkeit angeknüpft. Mhm. Ja, das heißt, wir wurden ja alle geboren und alle unsere Frauen sozusagen vor uns haben genau die gleiche Power gehabt, wie wir die haben unter der Geburt. Ja. Und deswegen sollen die Frauen sozusagen eingeladen werden. Also ganz klassisch wäre dann zum Beispiel, wenn ich mich vorstelle, dass ich sage, hallo, ich bin Maika, ich bin zum Beispiel die Tochter von so und so, bin die Enkelin von und bin die Urenkelin von und bin gleichzeitig okay. die Mama von einem Sternchen und die Mama von einem Regenbogenbaby. Und schon ist ganz klar, ne, wo sozusagen meine Ahnen herkommen und wer mich geboren hat über mehrere Generationen und welche Kraft ich an die nächste Generation weitergebe. Okay. Genau. Ja, spannend. Ich finde ja auch wirklich den Übergang. Also mir ging es so von gar nicht Mutter sein hin zum ersten Mal Mutter werden. Sehr, ja. sehr groß. Also diesen Wechsel zu schaffen, ne, von diesem verspielten Ich, was ich so war, ne, und nicht ganz vernünftigen jungen Ding, sage ich mal, ne, hin zu einer, ja, zu so einer Verantwortung und so einer großen Liebe, die da plötzlich ja explodiert, sozusagen. Ja. Also manchmal mit so einer Verzögerung auch, aber irgendwann, früher oder später, ist es, glaube ich, bei fast allen einfach so, dass einfach so eine riesige Liebe da entsteht, die man noch nie so erlebt hat. Und eben auch wirklich diese großen Herausforderungen, ne? Also die große Herausforderung der Geburt und danach die Herausforderung, sich so ganz auf einen anderen Menschen einzustellen, der halt keinen, ich wollte jetzt sagen, normalen Rhythmus hat, also einfach seinen eigenen Rhythmus hat, der natürlich ganz normal ist für ein Baby, aber nicht mehr für uns Erwachsene unbedingt normal ist. Und ich kann mir vorstellen, dass es nicht unbedingt leichter ist, wenn man später Mutter wird. Also ich wurde ja relativ früh Mama mit 26. Und ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt zum Beispiel mit 40 das erste Mal Mutter wird, das ist ein ganz schöner Wechsel ist, ne? Wenn man so viele Jahre eigentlich so selbstbestimmt gelebt hat und dann plötzlich sich so, ja, sich so das ganze Schiff so einmal dreht und die Ausrichtung auf einen anderen Menschen plötzlich so stattfindet. Ja, ne? Ja, das kann durchaus sein. Ich glaube, dass die größte Veränderung genau das ist, wie du es sagst, ne? Dass da auf einmal ein kleines Menschlein ist, was ja ein totales Fühlwesen ist, ne? Was alles um sich rum merkt, wenn da eine Anspannung da ist, ne? Alle Gefühle, die da sind und die natürlich auch sehr ungefiltert preisgibt, ne? Das, was wir natürlich über Jahre, Jahrzehnte gelernt haben, dass wir das irgendwie, was nicht immer gut ist, ne? Oder nicht nur gut ist, aber dass wir das so sehr filtern und sehr, ja, kanalisieren sozusagen. Und dann ist da ein Wesen, was so total, ja, offenherzig ist und das färbt ja auch auf uns ab. Und das macht ganz viel mit uns in der Schwangerschaft schon. Das werden eigentlich, ich denke, fast alle Schwangeren auch rückmelden, dass sie sagen, oh Mann, es gab so viele neue Gedankengänge und ich habe mich ja manchmal auch so das mütterliche Werden, ne, oder das mütterliche Sein, die Vorbereitung macht einen ja so ganz offenherzig, ne, weil wir wollen ja für dieses kleine Wesen da sein und wir wollen offen sein für dieses kleine Wesen. Und ich glaube, das fühlt sich aber nicht für jede Schwangere vielleicht so nur positiv an, ne, sondern da sind auch vielleicht dann mal Sorgen, die vielleicht hochkommen, diese typischen Sachen, kann ich das denn, schaffe ich das dann, ne? Ja, habe ich diese Kraft für die Geburt, habe ich die Kraft des Mutterseins, kann ich ein gutes Vorbild sein, manchmal kommen vielleicht auch die eigenen Mutterthemen nochmal hoch, ne? Nicht jede Schwangere hat ja auch eine gute Mutterschaft sozusagen erlebt, ne? Also, dass sie eine gute Beziehung zu ihrer eigenen Mama hat, und ich glaube, da kommt ganz viel hoch. Und das ist gerade tatsächlich, glaube ich, beim ersten Kind viel. Mhm. Und gleichzeitig ist es halt auch so ein unglaublicher Gewinn, finde ich, ne? Es ist immer so eine Chance, da so viel, ja, dazu zu lernen. Und nicht, also es gibt ja diesen Spruch, ne? Nicht nur das Kind wird geboren, sondern auch durch das Kind die Mutter. Und das kann ich nur bestätigen. Ja. Ne? Also das ist wirklich ein ganz großes Geschenk. Ja, und das ist absolut. Deswegen ist es so toll, wenn die Frauen dann auch so bestärkt werden, ne? So durch dieses, dass es nicht einfach so nebenbei läuft. Und ich glaube, das ist beim ersten Kind total toll und gleichzeitig aber eine Blessing Way auch bei jedem Folgekind, ne? Weil es kommt ja immer wieder
ein neuer Mensch in die Familie dazu und die Mama wird immer wieder Mutter. So, und es gibt so viel Veränderungen und gerade, klar, wenn schon Kinder da sind in der Familie, dann läuft ja manchmal die Schwangerschaft auch so ein bisschen, naja, nicht nebenbei her, ne? Aber es ist einfach schon Familienleben da. Das heißt, ja, der Fokus ist nicht mehr ganz so zentriert da drauf. Und ja, auch da ist es eine total, ja, schöne Feierlichkeit einfach. Genau, einmal sich sozusagen rauszunehmen, so eine Auszeit, ne? Und sich wirklich auf dieses neue Kind einzustellen. Ja, ja, total. Absolut, absolut, ja. Ja, also ich finde auch, dass eben mit jedem Kind wird es natürlich nochmal anders, ne? Also nochmal verändert sich wieder diese Gemeinschaft und zwar so richtig, ne? Also es ist immer so ein richtig. Ruckeln und ein neues Zusammenfinden. Genau, jeder muss seinen Platz erstmal wieder finden, ne? Die Konstellation ändert sich. Genau, ja, auf jeden Fall. Was ich auch immer komisch fand, oder was heißt, ja doch, ich fand es immer komisch, wenn meine Freundinnen Kinder bekommen haben oder ich selber auch Kinder bekommen habe, dass immer diese Kinder so beschenkt wurden von allen. Und ich immer dachte, ja, aber die kriegen das ja gar nicht mit. Ne? Ja. Also erstens, die Mutter weiß ja meist selbst am besten, was ihr gut gefällt. So. Mhm. Also ich habe das dann immer noch verstanden mit so Wunschlisten oder so. Damit konnte ich immer was anfangen, weil ich dachte, okay, dann schenke ich meiner Freundin auch wirklich das, was sie sich wünscht, so, was sie auch wirklich gebrauchen kann und wo man vielleicht auch zusammenlegt und sagt, komm, wir schenken jetzt zusammen diesen tollen Wollwalk-Anzug oder so. Das ist eine tolle Sache. Genau. Aber ich fand es trotzdem irgendwie immer komisch, weil ich eher den Impuls hatte, der Frau was zu schenken. Weil ich immer dachte so, wow, du gehst gerade so einen Schritt zurück, ja, stellst dich selber gerade so hinten an, stellst dich 9 Monate zur Verfügung für einen anderen Menschen, hast dann diese Geburt, was wirklich eine Herausforderung ist und bist dann irgendwie auch im Wochenbett und in Monaten und Jahren, Jahrzehnten danach, weiter Mama so, ne? Mhm. Und das ist so eine Herausforderung und da muss es doch so ein großes Danke geben. Ich sag mal Muttertag, jetzt bei der Aufzeichnung. Genau. Ja, so irgendwie, ne? Also, da könnte ich mir vorstellen, dass das toll ist. Ja, total. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch manchmal das so ein bisschen, also auch in meiner Hebammenarbeit ist das ein ganz, ganz großes Thema. Ne? Wir haben natürlich leider durch den Hebammenmangel heutzutage, haben wir aber den großen Luxus, dass wir die Frauen ganz, ganz früh kennenlernen. Also oftmals ist wirklich, so kurz nachdem der Schwangerschaftstest endlich positiv ist, oder manchmal ist ja auch schnell positiv und das war gar nicht geplant, also Überraschung, ne? Egal wie, ist das tatsächlich oftmals so der zweite Anruf, nachdem man seinem Partner, seiner Partnerin Bescheid gesagt hat, ne, hey, wir sind schwanger. Und dann ist meistens der zweite Anruf tatsächlich irgendwie schon, ich muss eine Hebamme anrufen. Ja. Und das bringt uns Hebammen aber den Luxus, dass wir die Frauen so unglaublich früh kennenlernen. Und das ist tatsächlich so, natürlich macht das wahrscheinlich auch jede Hebamme anders, aber bei mir ist ein ganz großer Schwerpunkt tatsächlich, dass die Frauen ganz schnell sich trauen, Beziehungen zum Baby aufzubauen und sich auf dieses Urweibliche einzulassen. Ja, und das kann oft auch echt eine Herausforderung sein, ne? Weil wir ja in unserer Gesellschaft schon dahin getrimmt werden, dass wir Frauen immer sehr stark sind und alles sehr gegliedert irgendwie haben, alles muss funktionieren. Und dann kommt diese urweibliche Sache dazwischen und die bringt auf einmal viele Sachen durcheinander. Ne? Die bringt so viele positive Sachen hervor und manchmal aber auch Sachen an einem vielleicht, die man vorher noch gar nicht gespürt hat und die man auch gar nicht so gewohnt ist, ne? Und sich da erstmal zurechtzufinden. Genau. Und es ist natürlich da eine große Herausforderung und deswegen finde ich deinen Kurs auch so toll und deine Methode so toll. Das finde ich tatsächlich ein ganz, ganz großer Vorteil, außer dass wir natürlich perfekter auf die Geburt vorbereitet werden, ist gleichzeitig, dass die Frauen wirklich in diese Verbindung, in dieses Spüren mit dem Baby gehen. Ja, und ich finde, dass das größte Geschenk, was wir unseren Kindern machen können, ist ja, dass wir einen tollen Start zusammen haben. Mhm. Ja, und das beginnt ja in der Schwangerschaft.
Absolut. Nichts ist ja schöner als ein Baby, was merkt, hey, okay, ich bringe Mama vielleicht ganz schön durcheinander, und gleichzeitig sind da so viele liebevolle Gedanken mir gegenüber und Gefühle. Ja. So, ne? Ja. Und da geht es ja schon los. Und wenn das natürlich auch noch gekrönt wird damit, dass wir eine Feierlichkeit machen, indem wir Mama ehren und darüber natürlich auch das Baby, ja, aber wo halt nicht gesagt wird, okay, wir schicken ganz viel Sachen, was ja so sehr materiell ist, sondern gehen nochmal auf so eine ganz tiefe Ebene, wo Mama einfach berichten darf, was, worauf freue ich mich, was macht mir vielleicht Sorge, ja, dann ist das nochmal so eine ganz andere Ebene, und ich finde eine ganz großartiges, ja, eine ganz großartige Vorbereitung, und dann später halt auch loszulassen, so, ne, auch das Loslassen ist ja nicht immer ganz so einfach. Ja, das stimmt. Und also das heißt, es ist auch so ein bisschen Raum für Tränen ist auch da, also dass man, dass da halt diese ganzen Gefühle auch mal so, so sein dürfen einfach. Ja, also auf nicht jeden nur Fall. Wir feiern jetzt hier und machen lustige Spielchen, sondern das geht mehr in die Tiefe und genau, man darf die ganzen Gefühle dürfen da sein. Also ich habe tatsächlich bis jetzt noch keine Blessing Way erlebt, wo nicht die ein oder andere Träne gekullert ist, was natürlich, ne, was natürlich kein Muss ist, um Gottes Willen. Aber gleichzeitig sind da oftmals einfach so Themen, die hochploppen. Ne? Ja. Nicht nur bei der Schwangeren, sondern auch bei den Gästen, die dabei sein dürfen. Mhm. Ja? Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, dieses sich drauf einlassen, nicht nur als Schwangere, sondern halt auch als Gast, als Herzensmensch, der dabei sein darf. Ja. Und ich glaube, manche Schwangere haben tatsächlich, denen fällt es dann manchmal schwer, so ein bisschen, ne, für sich klar zu bekommen, wer soll da teilnehmen und wer nicht. Auch so dieses, ich möchte keinem vor den Kopf stoßen vielleicht. Ne? Mhm. Vielleicht erfährt Freundin X davon und sie ist halt nicht geladen, dass auch das nicht böse genommen wird, ne? Sondern es soll wirklich ein kleiner Kreis sein, wo sich die Mama ganz fallen lassen kann und halt auch alle, die mit dabei sind. Und ich hatte ja meine Blessing Way zu Corona-Zeiten, das heißt, das war ja ein bisschen schwierig, sage ich mal, wie viele Themen in der besonderen Zeit. Ja. Und wir haben uns zum Beispiel dazu entschieden, dass tatsächlich mein Geburtsteam nur dabei war und eine ganz liebe Freundin. Das heißt, wir haben, ich habe ja den unglaublichen Luxus, dass meine lieben Freundinnen auch bei meiner Geburt mit dabei sein konnten. Ja, also das hatte nochmal so eine ganz andere Ebene irgendwie. Ja. Und genau, und eine ganz liebe Freundin von mir, das heißt, wir waren ein ganz kleiner Kreis aufgrund von Corona, und ich habe mich dazu entschieden, die anderen Mädels aber einzuladen sozusagen, und habe sie gebeten, mir vorher ein Päckchen zu schicken. Und zwar mit kleinen Talismanen oder was ja zum Beispiel auch ein Ritual ist, dass man eine Geburtskette gestaltet, dass alle Frauen, die eingeladen sind, eine Perle mitbringen oder einen schönen Stein mitbringen oder irgendwas, was sie mit der Schwangeren verbinden. Es kann auch ein kleines Stück Holz sein, wo dann genau ein Loch reingemacht wird. Mhm. Und man könnte zum Beispiel auch sagen, dass jede Frau entweder eine Perle mitbringt oder ein Stück mitbringt oder auch für jede Geburt, die sie hatte. Ja, und so kommt auch schon wieder die Ebene zum Beispiel da rein, wenn es denn zum Beispiel kleine Geburten gab oder Sternenkinder gab. Ja, und das ist auch, genau, jeder darf da sein und jeder soll gesehen werden, und das bringt eine ganz andere Ebene, und meistens da ist es tatsächlich so, dass auch den Frauen dann bewusst wird, ach krass, ja, auch hier darf auch jedes von meinen Babys zum Beispiel Platz haben. Mhm. Und auch da kullern dann einfach manchmal Tränchen. Ja, das glaube ich. Genau. Ja. Und es ist ja auch tatsächlich ein hypnotisches Tool, einen Talisman dabei zu haben. Mhm. Also das, wenn ich mir jetzt vorstelle, es ist dann eine Kette, die Gebärende trägt dann. Ne? Genau. Mhm. Und vielleicht auch wirklich zur Geburt trägt. Ne? Dass man in dem Moment, wo man die Hand drauflegt, sich halt auch verbunden fühlt. Ne? Ja. Mit liebevollen Frauen, mit ihrer Kraft. Und gerade wenn da schöne Geburtsgeschichten waren, ne, dann hat es gleich diese Verbindung. Ne? Das diesen total positiven Effekt. Ne? Ja, genau. Ja. Wann macht man das denn ungefähr? Also, genau.
Ja, also auch das ist wieder ganz unterschiedlich und ich würde so ein bisschen auf die Schwangerschaft schauen, ne? Also sollte es zum Beispiel so sein, dass es irgendwie Besonderheiten gibt und bei der Frauen zum Beispiel relativ früh schon Wellen einsetzen, dann kann man natürlich sagen, ob man das Ganze einfach ein bisschen vorzieht. Grundsätzlich ist es aber oftmals so, dass im letzten Trimester der Schwangerschaft es ganz automatisch ist, dass der Fokus so auch nochmal ganz speziell auf die Geburt kommt. Ja. Und da wäre es natürlich toll, wenn man da auch diese Blessing Way dann stattfindet. Lässt. Also genau, oftmals empfiehlt man so alles so zwischen 6 bis 4 Wochen vor der Geburt, dass das ein perfekter Zeitraum wäre. Bei mir war es tatsächlich nochmal, ich habe mir diese 37 plus 0 die Schwangerschaftswoche ausgesucht, weil das für mich nochmal so einen ganz besonderen Wert hatte, einfach weil wir ja in die Hausgeburt starten wollten. Ja, und ab 37 0, genau, dürfen die Babys zu Hause starten und deswegen hatte das für mich nochmal so ein ganz ach, ab jetzt darf es hier zu Hause losgehen. Genau. Ach toll, das klingt wirklich richtig, richtig toll und ich bin ein bisschen traurig, dass ich das nicht schon kannte. Aber vielleicht wirst du eingeladen irgendwann vielleicht mal noch. Eines Tages vielleicht, könnte sein. Genau. Wenn ihr ein paar Schwangere. Genau. Ja, auf jeden Fall. Ja. Genau. Ja. Genau. Da kann man dann einfach bei der Hebamme des Vertrauens sozusagen mal anklopfen und mal fragen oder gibt es da auch sowas, dass du sagst, ich weiß ja im Moment bist du noch im Mutterschutz, ne? Also dass du vielleicht irgendwann sowas auch anbieten würdest oder wie käme man da zu jemandem? Genau. Bei mir ist es tatsächlich so, ne, ich bin gerade noch in der Elternzeit und genieße das in vollen Zügen, bin total... Elternzeit, nicht Mutterschutz. Genau, alles gut, genau. Und genau, genieße das erstmal in vollen Zügen und möchte aber da tatsächlich auch die Zeit ein bisschen nutzen, um mich da nochmal ein bisschen mehr zu spezialisieren und werde das auch anbieten. Also schaut da gerne dann auch mal vorbei auf meiner Internetseite, genau. Und habe jetzt auch eine ganz liebe Kollegin, die mich da vertritt, die Alexandra. Also falls jetzt jemand in dem Zeitraum das gerne wünscht und da einfach auf der Suche ist, dann könnt ihr euch bestimmt auch an sie wenden. Auch eine ganz, ganz, ganz liebe Herzenshebamme an meiner Seite. Ja, genau. Die ich auch kenne und wo ich auch sagen kann, die ist ganz toll. Genau. Ja, auf jeden Fall könnt ihr das auch super machen. Genau. Bestimmt. Ja, und das heißt, da wird es bei mir nochmal auf alle Fälle eine Spezialisierung auch geben, wo ich das halt einfach nicht jetzt mehr nur im Freundeskreis anbieten möchte, sondern auch anderen Frauen zur Verfügung stellen möchte. Und gerade auch Frauen, die das vielleicht interessiert, die aber gar nicht so richtig wissen, Mensch, ist das was für mich oder nicht. Ich werde auch auf alle Fälle Frauenzirkel anbieten. Das heißt, auch da ist das natürlich eine tolle Sache, dass dann das keine 1:1 Blessing Way sozusagen ist, sondern dass es auch Blessing Way im Frauenkreis geben wird. Und dann kann man da einfach mal reinschnuppern oder manchmal ist es ja auch so, dass man vielleicht sagt, oh, ich wünsche mir das, aber ich weiß gar nicht so richtig, an wen ich mich wenden kann mit meinem Wunsch, dann ist das natürlich auch eine tolle Sache. Dann sind es mehrere Schwangere und wir führen die Rituale in einer großen Schwangeren-Truppe durch, was natürlich auch nochmal eine ganz tolle Qualität hat. Ne? Total. Genau. Und grundsätzlich gilt, aber dass wirklich viele Hebammen anbieten, bei Doulas könnt ihr schauen, auch da ist es oftmals ein Angebot. Genau, das wären so tatsächlich diese Berufsgruppen, wo ich schauen würde. Ja, genau. Und ab wann hast du geplant? Genau. Ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Genau. Wir haben tatsächlich die 2 Jahre Elternzeit geplant. Mhm. Und ich glaube, die werde ich, was Blessing Ways angeht, ordentlich ausnutzen und werde wahrscheinlich erst danach richtig durchstarten. Deswegen habe ich ja auch die Alex schon mal ins Spiel gebracht, dass alle, die vorher irgendwie sich denken, ach Mensch, jetzt hatte ich irgendwie voll Lust drauf, dass die sich vielleicht einfach bei der Alex melden. Ne? Genau. Aber kannst du uns noch ein Datum sagen, weil wir ja nicht genau wissen, wann Jahre um sind? Genau, also wenn wir sagen, die Elternzeit sind 2 Jahre, dann würde ich sagen, dass ich spätestens in November, was haben wir jetzt, 2021, das heißt Ende 2022 damit durchstarte. Genau. Super. Vielleicht kriege ich auch schon vorher richtig Lust, also da dürft ihr ruhig auch schon mal vorher anfragen, aber ich glaube, ich gönne mir das oder gönnen uns das als Familie, dass wir die 2 Jahre ausnutzen sozusagen. Ja. Genau. Wie heißt denn deine Website, wo man dich dann finden kann? Genau, meine Website heißt www.herz-im-bauch.de. Genau, und da findet ihr...
Ja, genau, und das ist auch bei Instagram. Instagram-Kanal, findet ihr genau. mich auch. Genau, aber da bin ich mit Punkt geschrieben. Also da bin ich Herzpunkt im Punkt Bauch. Genau. Ja. Maika, wie schön. Gibt es noch, gibt es noch was, wo du sagst, das hast du auf dem Herzen, das möchtest du noch loswerden? Vielleicht auch irgendwas, was du den Frauen und Paaren noch mit auf den Weg geben möchtest, die vielleicht gerade schwanger sind? Ja, auf alle Fälle. Also grundsätzlich gilt, dass ihr euch wirklich sowas von feiern dürft für euren tollen Körper, was der da leistet. Ja, für jede Art der Mutterschaft. Ja, also da feiert euch wirklich bitte selbst. Und eine Art ist da tatsächlich die Blessing Way. Und ich würde euch das so wünschen, dass ihr das mal selber erfahren dürft, dass ihr verschiedene Rituale erfahren dürft. Ich glaube, über die haben wir jetzt noch gar nicht so doll gesprochen. Vielleicht nenne ich da nochmal zwei, drei irgendwie, dass ihr auch da nochmal eine Idee vielleicht habt. Also wir hatten vorhin schon gesagt, dass wir zum Beispiel eine Geburtskette entstehen lassen können. Das ist natürlich total toll, wie du es auch schon meintest, weil man unter der Geburt was hat, was dabei ist, was aufgeladen ist mit ganz vielen positiven Energien und Kräften. Ja. Genauso ist ein total schönes Ritual, dass wir eine Geburtskerze gestalten, und zwar eine größere sozusagen, die für die Schwangere ist, die sie unter der Geburt dann entzünden kann, und viele kleinere, die dann zum Beispiel an die Herzensmenschen ausgeteilt werden können. Ja? Und genau, wir Hebammen empfehlen ja eigentlich gar nicht so, dass wir dass ihr Schwangere allen Freundinnen Bescheid sagen solltet, wenn die Geburt losgeht, ja, damit einfach kein Druck aufkommt und ihr im Hier und Jetzt bleiben dürft. Und das ist aber tatsächlich eine total schöne Idee, wenn sich das für euch gut anfühlt. Ja, könntet ihr überlegen, ob ihr sozusagen ein Bild von eurem Partner, eurer Partnerin machen lasst von dieser brennenden Kerze, wenn es losgeht. Und dann lasst ihr einfach von eurem Partner oder eurer Partnerin das Handy ausschalten und guckt da gar nicht mehr drauf. Ihr seid ja im Bestfall da eh schon in eurer Hypnose. Ja? Oder wie euch sonst vorbereitet, genau, und seid im Hier und Jetzt und lasst euch auf die Geburt ein. Und es ist halt wunderschön, wenn ihr nach der Geburt in Ruhe angekommen seid, am Kuscheln seid und irgendwann bereit seid, das Handy wieder anzustellen, da die brennenden Lichter von euren Geburtskerzen vorzufinden, ne? Um dann nochmal zu wissen, hey, die waren alle in Gedanken, in der Kraft sozusagen bei mir. Also auch das kann ein super schönes Ritual sein. Wenn ihr das gerne mögt, könnt ihr auch den Raum vorher räuchern, ja, um ihn zu reinigen, dass ihr im Hier und Jetzt seid. Da müsste man mal ein bisschen gucken, nicht jede Schwangere mag das Räuchern. Ja, man könnte dann schauen, auf welche Duftart man sozusagen ausweicht. Ist das, meinst du fürs Blessing Way? Für dieses, genau, für das Blessing Way. Ich habe da ja eine Empfehlung, eine Räucherempfehlung. Ja? Oh ja, sag die mal. Fast jeder mag. Und zwar ist es Styrax. Ah ja, ich weiß, super. Es riecht wirklich ganz, ganz toll. Das hat fast so eine Zimtnote. Also ich finde sonst diese Räuchersachen immer so schwer und gerade wenn man schwanger ist, ich glaube, da kann einem auch schnell übel werden. Genau. Und so. Ist aber so ein ganz leichter, ganz zarter Duft. Da hast du total recht, genau. Ja, das ist total schön. Was auch oft gemacht wird, ist, dass gerade in der Aromatherapie, so was Schwangerschaft und Geburt angeht, wenn man es gerne mag, dass wir da auf Rose zurückgreifen, weil das ja so ein ganz herzöffnender Duft ist und der einen so umhüllt, der die Weiblichkeit nochmal so noch mehr unterstützt. Ja. Mhm. Und was es auch Tolles gibt, was viele Schwangere gerne mögen, ist Palo Santo Holz. Das weiß ich nicht, das kennt vielleicht nicht jeder, aber da könntet ihr nochmal googeln. Das ist auch so ein ganz angenehmer Duft. Ne? Oder wenn das duftmäßig gar nicht geht, dann ist tatsächlich auch eine Idee, ob ihr einfach den Raum da ein bisschen Meersalz versprenkelt oder auch die Person mit besprenkelt oder mit Rosenwasser. Auch das ist eine super, super schöne Sache, um einfach den Geist zu reinigen und ja, alles, was gerade nicht in den Raum gehört, sozusagen gehen zu lassen, um da den Fokus jetzt auf das Geschehen, was da kommt, zu richten. Ich mag solche Rituale ja total gerne. Mhm. Ja. Weil die wirklich was mit uns machen. Und zwar sei es mal dahingestellt, ob es eine spirituelle Kraft hat. Also daran kann man ja glauben oder nicht. Aber Rituale mag unser Unbewusstes einfach total gerne. Yeah. Weil es dann wirklich, während man das Ritual ausführt,
da passiert was unbewusst. Das ist wie eine Art Hypnose auch, ja, die einen genau da auch hin verändert, sozusagen, wo man dann hin möchte. Also da, ja, da passiert tatsächlich was unbewusst, was wir dann genießen können. Also wenn ich einen Raum gereinigt habe mit einem, mhm, indem ich es geräuchert habe oder auch indem ich die Fenster aufmache und mir vorstelle, mhm, dass alles rausgeht, was jetzt raus darf, ja, dann empfinde ich den Raum hinterher als geklärter und klarer, und zwar ganz unabhängig davon, ob das wirklich so ist, ja, oder ob es nur in meinem Geist entsteht, weil, ja, das trotzdem oder ja auch genauso eine starke Kraft einfach hat, ne? Also, ja. Ja, wunderschön. Ja. Und genau, ja, wie du sagst, ne, das muss dann auch gar nicht spirituell angehaucht sein, wenn das nicht, nee, so mein Weg ist. Aber einfach diese, genau, Vorstellung zu sagen, okay, wir wollen gerne im Hier und Jetzt ankommen, wir lassen alles gehen, was jetzt, mhm, gerade nicht hierher gehört oder, ne, was später, ja, wiederkommen darf, und sind jetzt wirklich hier, um das zu feiern. Ja, das macht so viel mit einem. Ne? Total gut. Ja, und ich schreibe natürlich schön alles auch in die Shownotes, ne, diese ganzen, mhm, Sachen, ja, super, die du jetzt noch gesagt hast. Ja. Genau. Ich schaue gerade nochmal, ich hatte so viele Rituale aufgeschrieben und mir ein bisschen Stichpunkte sozusagen gemacht. Grundsätzlich gilt auch da wieder, ne, das haben wir, glaube ich, vorhin schon gesagt, aber dass wir einfach schauen, was passt denn zu euch, was passt zu den Wünschen der Schwangeren, was stellt sie sich vor, womit fühlt sie sich gut, ne? Die Vorbereitungen da kann sie dann mit einbezogen werden, wenn sie das gerne möchte. Sie kann aber auch sagen, hey, ich gebe das halt in liebe Hände. Ne? Mhm. Entweder ja eine gute Freundin oder, wir hatten schon gesagt, auch Hebammen, Doulas, und sich da ganz fallen zu lassen. Ja. Schön wäre, wenn die Schwangere dann nicht an dem Tag selbst nicht die Vorbereitung betreffen muss, sozusagen. Ja, deswegen, ja, wäre der Ort auch, dass ihr euch überlegt, wo soll das stattfinden. Das kann entweder im eigenen Zuhause stattfinden oder bei einer lieben Freundin oder in der Natur. Ja, und oftmals ist es schön, wenn die Vorbereitungen ohne die Schwangere an sich laufen, ne? Sodass sie dann wirklich in diesen Raum kommen kann, der schön geschmückt ist, wo überall Kerzen stehen, wo ganz viele Blumen sind. Ja, ja. Was einfach gut riecht, schöne, ja, Kissen, gemütliche Decken, ja, wo man dann den Kreis einnehmen kann und wo dich die Schwangere einfach wohlfühlen darf und in Ruhe ankommen darf. Genau. Ja. Total schön. Ja. Ja, es macht richtig Lust, oder? Ja, schön. Ja, ich hätte auch schon wieder Lust. Genau. Es gibt immer wieder Gründe für noch ein, ja, Kind. Auf jeden Fall. Oder halt auch eine liebe Freundin oder, genau. Ne? Ja, total. Total schön. Ja. Und es darf auch sehr körperorientiert werden, ne? Also das ist natürlich auch, was jede Schwangere gern mag, aber schöne Sachen sind auch wirklich ein schönes Fußbad in Rosenblättern mit Rosenöl, ja, gerade in der Schwangerschaft. Viele Frauen haben dann doch auch ein bisschen dicke Beine, ne? Gerade zum Ende der Schwangerschaft so ein bisschen Ödeme, und da kann das super angenehm sein. Die Frauen kommen richtig runter, kommen im Hier und Jetzt an. Es dürfen kleine Massagen stattfinden, ja. Bei mir war es zum Beispiel so, durch Corona, wir wollten so gerne meinen Bauch mit Henna bemalen, und durch Corona durfte das ja einfach nicht groß stattfinden. Und wir haben es dann tatsächlich so gemacht, dass mein Mann einen Abend davor meinen Bauch mit Henna bemalt hat. Also auch das hatte nochmal eine ganz, ja, im Nachhinein so eine schöne Ebene. Vielleicht wären wir da gar nicht drauf vorher sonst gekommen, ne? Und so hat mein Mann das gemacht, und genau, dann bin ich sozusagen mit geschmücktem Bauch schon dahin gekommen, und dann, genau, habe ich eine Fußmassage bekommen, den Bauch massiert bekommen, die Hände, den Nacken, ja, und was dann einfach, wenn wir in Ruhe angekommen sind sozusagen und die Frau auch körperlich sozusagen verwöhnt wurde, kann man tatsächlich auch überlegen, ob man nochmal vielleicht so Sorgen aufschreibt oder Wünsche aufschreibt, die entstehen, und die ans Feuer zum Beispiel abgeben, ja, also dieses Loslassen nochmal fördern, um wirklich dann ganz den Geist nochmal für ganz viel Positives zu öffnen. Und was dann super, super schön ist, ist tatsächlich auch die Krönung sozusagen der Schwangeren, ja, was man mit so einem wunderschönen Blumenkranz machen kann. Ja, also das ist immer das, also auch jede Frau sieht ja eh in der Schwangerschaft schon so toll aus, und dann nochmal diesen Glow zu bekommen mit diesem schönen Blumenkranz, ja, auch das ist nochmal was ganz, ganz Tolles in der Blessing Way. Und ausklingen lässt man es oftmals tatsächlich dann auch mit einem gemeinsamen Essen.
ne, wo einfach nochmal ganz gemütlich, wo vielleicht jede, ja, jeder Herzensmensch, der dazu eingeladen ist, was Leckeres kocht vorher, das mitbringt. Und genau die Abschlussrunde sozusagen, wenn die Schwangere dann ganz glückselig nach Hause entlassen wird, dass dann alle Gäste einfach noch schnell aufräumen und die Schwangere auch damit. Ne, also die ist da total raus. Am besten kommt sie, darf einfach sein, darf sich's gut gehen lassen und genauso dann auch, ja, mit vielleicht den tollen Blumen, die überall standen. So ist es bei mir tatsächlich. Also unser Wohnzimmer sieht noch total geschmückt aus. Bei uns hängt noch die Wimpelkette mit den Affirmationen, mit den kleinen Geschenken, die ich bekommen habe, mit den Briefen von meinen lieben Freundinnen. Hier liegen überall Steine mit ganz vielen Kraftgedanken rum. Und ja, überall stehen noch die getrockneten Blumen. Also auch das ist was einen dann auch danach noch trägt. Wollte ich gerade sagen, das trägt einen dann nicht nur durch die Geburt, sondern natürlich auch ein Wochenbett und ach, das ist wirklich sehr, sehr schön. Ja, also toll. Ich kann es jeder Schwangeren nur empfehlen, wirklich. Also ich wünsche mir das für euch alle. Ja, ich auch. Wenn mir ihr denn Lust dazu habt, genau. Das muss natürlich passen. Genau, ne? Das ist nicht für jede Schwangere, genau. Und deswegen ist es ja auch so schön, dass es so viele Ideen einfach gibt. Eine davon ist halt diese Blessing Way-Zeremonie. Und wenn ihr eher sagt, ihr habt eher Lust auf eine Babyparty, dann ist das genauso toll und genauso passend. Hauptsache, oder beides, genau. Auch eine gute Kombi. Warum sich entscheiden? Genau. Ja, auch das ist natürlich eine total schöne Möglichkeit. Ja. Genau. Toll. Ja, vielleicht hat man, ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel die man zu einer Babyshower einladen würde, dass die vielleicht, dass es vielleicht andere Freunde sein könnten, als die man wirklich dann diesen ganz inneren Circle so dabei haben möchte oder so. Dann könnte man da so eine, so das hinkriegen, dass sich niemand irgendwie blöd fühlt. Ausgeschlossen fühlt. Ja, genau. Ja, total. Ist eigentlich, rundet eigentlich auch schön ab, ne? Ja. Also, genau. Eine gute Kombination. Genau. Ja. Genau. Maika, ich danke dir sehr. Ja, ich danke dir. Ja, dass du darüber erzählt hast. Und freue mich schon, wenn du wieder ganz einsteigen kannst. Ja, ich freue mich auch schon. Und genieße auf jeden Fall jetzt noch die wunderbare Zeit mit deiner Familie. Ja, das mache ich auf jeden Fall. Genau. Und wenn man dich irgendwie kontaktieren möchte, denke ich, ab und zu mal guckst du wahrscheinlich bei Instagram auch vorbei. Ne? Genau. Auf jeden Fall, da schaue ich da vorbei, auch weil ich immer gerne wissen möchte, was bei dir los ist. Genau. Und mich da auf dem Laufenden halten möchte. Genau. Ja. Und ja, schaut gerne vorbei. Wie gesagt, die Blessing Ways werden noch ein bisschen auf sich warten lassen. Ich freue mich aber total, wenn ihr euch bei mir meldet. Und bin schon ganz gespannt, mit wem ich alles eine Blessing Way erleben darf von euch allen. Ja, toll. Genau. Also alles Liebe für dich. Ja, danke schön für dich auch. Danke. Ja, ich hoffe, dass dir dieses Interview Spaß gemacht hat und dass du vielleicht selber auch ein bisschen inspiriert wurdest, vielleicht für dich oder eine Freundin ein Blessing Way zu organisieren. Ich finde daran ganz besonders schön, dass es eben um ein Ritual geht, dass es um so ein Herzensding geht, dass es eben nicht darum geht, irgendwie eine riesige Windeltorte zu kriegen oder irgendwie sowas Komisches, was man vielleicht gar nicht braucht, sondern dass es eben wirklich um so einen Zirkel, so einen Frauen-Freundinnen-Zirkel geht. Und ja, vielleicht hast du Lust, es auch dir zu gönnen oder jemand anderem zu schenken. Wenn dich generell Videos rund um Schwangerschaft, Geburt, Mutterschaft interessieren, kannst du sehr gerne meinen Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, dann weißt du immer, wenn es ein neues Video von mir gibt. Und ich wünsche dir alles Gute in deiner Schwangerschaft, falls du gerade schwanger bist, und bis bald.